Friends, was geht ab? Willkommen zurück zu einer weiteren Channel News Folge. Jesus, das ist glaube ich die vierte oder fünfte Woche hintereinander, wo die Channel News regelmäßig kommen. Also an einem Sonntag. Legit, ich muss aufpassen, weil sonst wird das zu einer offiziellen Serie, die ich wöchentlich dann auch bringen muss. Keiner kritisch. Aber egal, was geht ab? Boys and Boys, weil, to be honest, wir haben hier eh eine Salami-Party, let's be real. Yeah. Neue Woche, ha? Huh? Wird Zeit, wieder News anzukündigen und was so ansteht und was so abgeht und, yeah. Okay, gut. Also, ich würde sagen, ich leg einfach mal direkt los. Für die Leute, die vielleicht neu auf den Kanal gestoßen sind, weshalb auch immer, aber kann ja mal passieren. Die Channel News sind einfach, ja, ich glaube, das ist ziemlich selbsterklärend. Ich rede über unseren Kanal, was auf dem Kanal so abgeht, was in Zukunft so kommt, wo ich welches Projekt sehe, welches Projekt wie, wo macht sich was und ansonsten auch ein paar private News oder allgemeine News bezüglich ein paar Projekte oder Sachen, die kommen oder die geplant sind und bla bla bla. Ihr wisst, was ich meine. Könnt ihr euch einfach vorstellen, wie die Nachrichten, aber für YouTube. Ja, so, glaube ich, bringe ich es auf den Punkt. Also, fangen wir direkt an. Und zwar will ich als allererstes über HoloX reden. Denn HoloX ist tatsächlich jetzt fertig. Ich habe schon einige Content Creator geschrieben. Wie schnell komme ich denn da raus, Bruder? Ich habe legit meinen Controller fast weggelegt. Ich hatte nur noch A gedrückt. Und das Steuerkreuz direkt schon weggelegt. Yeah, okay, cool. Egal. Ja, einige Content Creator angeschrieben. Einige haben mir tatsächlich sogar zurückgeschrieben, worüber ich sehr erfreut bin. Die Mehrheit natürlich nicht. Ich meine, kann ich irgendwo verstehen, finde ich aber tatsächlich irgendwo trotzdem so, keine Ahnung, der Film anderen Leuten nicht zurückzuschreiben, weil du sie nicht kennst oder was weiß ich, ist halt so 0815, so 2006 YouTube, dass man Angst hatte, sich einen Trojaner downloaden zu müssen oder was weiß ich, keine Ahnung. Ich meine, ich kann es verstehen, man will vorsichtig sein, vor allem wenn man größer ist, da will, glaube ich, wollen wahrscheinlich einige Leute deinen Channel dir wegnehmen oder so, kann ich mir vorstellen. Und deswegen ist es auch No Hate an die Größeren oder was weiß ich. Ich kann es irgendwo nachvollziehen, Keylogger oder Trojaner oder so ist schon eklig, aber come on. Also man könnte ja wenigstens antworten, falls man Interesse hat, falls nicht, könnte man trotzdem Nein schreiben oder so, weil, let's be real. Es sind Poketuber, die ich anschreibe. Nintendo-Tuber schreibe ich bei den Hacks eher weniger an, weil die bringen halt Nintendo-Stuff und nicht wirklich Hacks, außer vielleicht von Mario oder so, aber keinen Pokémon-Hacks. Und die, die Poketuber sind, die etwas größer sind, weil Poketuber sind jetzt nicht riesig, vor allem nicht im deutschen Bereich. Come on, worauf ich hinaus wollte, let's be real, die kriegen nicht pro Tag 200-300 Nachrichten oder so, die sie sich durchlesen müssen. Also nicht als Kommentar, sondern ich meine jetzt entweder auf Twitter, PM, Instagram, Direct Message oder was weiß ich, Discord oder so. Aber okay, gut, es ist wie es ist. Wir machen halt einfach Baby Steps mit den Hacks. Die werden auch an sich immer besser. Ich meine, ich habe jetzt schon von Twisted zu HoloX eine Menge dazugelernt und einiges verbessert, meiner Meinung nach. Und das wird dann auch mit dem nächsten Hack, der dann kommt, der wahrscheinlich Gen 5 sein wird, Spoiler Alert hier an dieser Stelle schon mal, wird wahrscheinlich auch besser sein als jetzt HoloX, glaube ich. Man kann es ja selbst nie wissen, man hat nur eine Vision als Entwickler und ja, egal, whatever, wie dem auch sei. Irgendwann, hoffentlich, wird sich das rumsprechen und dann bringen die das auch. Mir geht es nicht darum, dass es dann eine Menge Leute sehen und dann Leute hier auf den Channel kommen. Mir geht es eher darum, dass es Leute zocken, Spaß dran haben, vielleicht strugglen. Und ja, ne? Egal. Scheiß drauf. Also HoloX ist fertig. Wann werde ich das Ganze aber offiziell releasen, sodass ihr das auch downloaden könnt? Ich denke nächste Woche Samstag. Aktuell, wenn ihr das hier seht, vielleicht am Release-Tag ist ja der 13.12. Sonntag. Das heißt, nächste Woche Samstag, denke ich, werde ich das offiziell releasen. HoloX. Ich glaube, ich mache dazu noch ein separates Video, wo ich einfach nur ein paar Sachen, ein paar Feature erkläre, anspreche, dies, das, Ananas, worauf man sich einlässt und das war es dann auch. Und sonst dann, wie immer,
Link zu unserem Discord-Server ist in der Beschreibung, denn ihr müsst auf unserem Discord-Server sein, falls ihr Bock auf Hollow X habt und euch das so gesehen snacken möchtet. Ihr findet es schon, ne? Ich möchte jetzt nicht zu sehr zu Detail auf YouTube darauf eingehen, wie man eine ROM-Hack kriegt. Das kommt auf YouTube überhaupt nicht gut an, deswegen spreche ich das auch immer nur inoffiziell an und poste selbst keine direkten Links, weil das illegal ist auf YouTube. Egal. Links in der Beschreibung zu unserem Discord-Server. Wartet einfach bis Samstag ab und dann seht ihr schon einen Channel, der offensichtlicher geht es gar nicht vom Namen her, und dann könnt ihr euch Hollow X snacken. Ich wünsche euch viel Spaß. Feedback sehr, sehr gerne gesehen. Zu Twisted habe ich leider minimal Feedback erhalten, wirklich minimal. Das ist schade. Zu Hollow X, keine Ahnung, falls ihr Bock habt, Feedback zu geben, sehr erwünscht, sehr, sehr, weil dann weiß ich einfach, was halt bei den meisten nicht so ankommt, wenn halt viele sagen, hey, zum Beispiel das passt mir nicht. So sagen 5 Leute oder so jetzt als Beispiel oder 10 oder was weiß ich. Weil Twisted wurde tatsächlich fast 200 Mal gedownloadet. Was, ist crazy, Alter. Und ich hatte, nee, offizielle Version gab es nur eine Version, ne? Die Content Creator Version hatten ein paar mehrere wegen Bugfixes und so. Aber trotzdem, fast 200 Mal. Ist schon nice, ist schon nice. Egal. Ja, und Twisted hatte ich halt wirklich so gut wie gar nichts an Feedback bekommen. Aber hey, whatever, ist auch scheißegal. Nichtsdestotrotz, wenn ihr trotzdem Content Creator seid, also YouTuber oder vielleicht sogar Streamer, ne, Streamer kann ja auch Content Creator sein, und ihr Bock darauf habt, dann keine Ahnung, lasst es mich wissen. Schreibt mir auf Twitter privat oder joint unseren Discord. What the fuck war das? Joint unseren Discord-Server. Oder schreibt mir auf Discord allgemein, dies, das, keine Ahnung. Man kann da was machen. Ich schaue bei euch auf den Channel oder, keine Ahnung, auf den Twitch-Kanal rein. Und insofern ihr nicht hart toxisch seid oder Scheiße labert bezüglich nur von Games, was, wenn euch was nicht gefällt, dies, das, so. Wisst ihr, was ich meine? So komplette Ausraster, dann kann man was machen. Das ist jetzt whatever. Größe juckt mich nicht. Mir geht's einfach nur darum, dass man eine gute Zeit hat und, ja, nicht alles schlecht redet. Ich meine, ich kenne das, wenn ich sauer bin, glaube ich auch viel Scheiße. Aber man muss ja alles so ein bisschen in Grenzen halten, ne? Egal, whatever. So viel dazu. 8 Minuten für Hollow X, Alter. Jesus, das ist echt lang. Aber gut, ich habe auch nicht so viel anzusprechen. Trotzdem, kommen wir da überhaupt noch rüber? Nein, wir bleiben erstmal. Was zum Fick war das, Alter? Ernsthaft? Keine Ahnung, was das war. Egal. Auf jeden Fall hat hier Pokémon Mega Adventure gestartet, ne? Ich feiere das Projekt legit. Es macht mir übertrieben viel Spaß. Ich glaube, das merkt man auch im Projekt selbst. Ich bin ein bisschen aufgedrehter. Beleidige mehr fast so. Also benutze auf jeden Fall mehr Schimpfwörter. Einfach, weil ich es, keine Ahnung, fürs Projekt tatsächlich fühle. So ein bisschen, in Anführungszeichen, eine toxische zu sein. Was ja nur Spaß ist. Ich meine, greift ja keinen an. Im Großen und Ganzen macht mir trotzdem Mega Adventure extrem viel Spaß. Ich hoffe bei euch auch. Yeah. Wann kommt aber zum Beispiel Mario Party oder Dragon Ball Z? Zu Mario Party will ich mich noch komplett nicht äußern, weil ich da einfach gar keinen Peil habe. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht mal, ob ich das überhaupt bringen möchte. Habe ich ja schon jetzt öfter angesprochen, bevor ich das jede Woche wiederhole. Wir lassen es einfach aus. Ihr habt hier meine Antwort. Ist immer noch dieselbe wie vor einer Woche. I don't know. Snipe? Oh mein Gott, so knapp, Alter. Ich schwöre, ich habe ihren Haircut verpasst. Ey, holy shit, Mann. Yeah, Dragon Ball Z Kakarot. Wenn alles glatt läuft, dann sollte es direkt Mittwoch kommen. Ich hoffe, ich schaffe alles in einer Folge reinzuklatschen. Ich hoffe es. Wenn nicht, werde ich einfach die, in Anführungszeichen, letzte Folge, ich hoffe, das passt alles in einem Video, werde ich dann einfach anderthalb Stunden machen oder so. Ein bisschen, bisschen kranker, würde ich mal behaupten. Das dazu. Ansonsten, Hollow X erstmal selbst ist noch nichts geplant, weil ich noch nicht weiß, ob ich das als Let's Play mache oder als Stream. Darüber habe ich ja schon mal gesprochen, vielleicht als Sleeplog an meinem Geburtstag, am 28.12. habe ich ja Geburtstag. In einem Stream hier auf YouTube machen wir eine Sleeplog für die Leute, die nicht wissen, was es ist. Wir zocken das Game so lange, bis es durch ist, und dann darf ich den Stream erst beenden. Wenn ich vorher K.O. gehe,
habe ich zwei Optionen. Erste Option ist Stream beenden. Ich sag ab, weil wir verloren haben, weil es eine Nuzlocke immer noch ist. Oder Option 2, ich setze mir irgendwo Checkpoints und muss dann von Checkpoint wieder anfangen. Ich wollte die, by the way, nach hinten werfen. Rest in peace. Ja. Keine Ahnung. Müssen wir schauen. Ich weiß es noch nicht. Ansonsten, VGC kam ja wieder zurück auf den Kanal und ich glaube, das kommt an sich relativ sehr gut an. Ich habe jetzt die Klicks nicht im Kopf, aber ich glaube mal gesehen zu haben, mir wurde mein eigenes Video empfohlen, wo ich mal auf dem Zweitkanal war, weil ich lade zwischendurch noch Pokémon Masters auf dem Zweitkanal hoch. Falls ihr Bock drauf habt, schaut vorbei. Link ist auch in der Beschreibung und oben auf dem Banner oben rechts, zweiter Kanal. Ja, da wurden mir meine eigenen Videos empfohlen. Macht irgendwo Sinn, aber irgendwie auch total behindert. Warum werden mir meine eigenen Videos empfohlen? Keine Ahnung. Egal. Whatever. Ja, und da habe ich gesehen, die machen trotzdem 20, 30, 40 Aufrufe oder so. Finde ich an sich ganz cool. Feiere ich. Ich kann halt, wie gesagt, nur eins vorab sagen, was ich aber auch in dem VGC-Video schon gesagt habe. Ich werde erstmal nur ein Team benutzen. Damit werden wir paar Videos machen, ich weiß nicht wie viele, aber ein paar, nicht dieses übliche 2-3 Videos, dann neues Team, weil ich das Team extrem feier und ich mag die Meta nicht, immer noch nicht mit Legendaries, ich werde sie auch wahrscheinlich nie mögen und ja, bevor ich jetzt wieder kein VGC bringe, spiele ich einfach dieses Team, was ich gerade abgrundtief liebe und dann kann ich auch VGC Content bringen, Bruder, Jesus, dieses Handling, ne? Und wo kam jetzt diese Red Shell her? Ich hab die nicht mal gesehen, Mann. Oh, wisst ihr, was auch witzig wäre? Ist mir gerade spontan eingefallen. Mario Kart, wenn ein neues mal kommt, also Mario Kart 9 oder 10, je nachdem welches kommt, für die Switch oder was weiß ich. Und wir machen daraus Turniere in den Streams auf YouTube. Das wäre an sich voll sick. An sich Turniere, wo man vielleicht am Ende auch, keine Ahnung, eine 10 Euro Paysafe-Card oder eShop-Guthaben oder so gewinnen kann. Warum nicht? So, wisst ihr, was ich meine? Kleine Preise, dies, das. Macht ja trotzdem, was aus, so kleine Preise. Oder wir machen einfach eine Battle Royale Challenge, also eine K.O. Race Challenge, dass wir gegeneinander Rennen fahren und der immer letzter ist, dann ausscheidet und dann die Lobby leaven muss. Ich hoffe, bis dahin, bis zum neuen Mario Kart, haben sie eingefügt, dass der Host Leute kicken kann. Ich hoffe es. Das hat mich sehr getriggert in privaten Lobbys damals in Mario Kart. Und es ist ja immer noch so, dass der Host nicht kicken kann. Bruder, du machst deine eigene Lobby auf, aber hast keine Rechte und kannst nichts machen. Das ist so behindert. Nintendo, es ist das Jahr 2020, Alter, und demnächst 21. Wir sind nicht mehr auf 1993. Wo Host-Lobbys random sind, von irgendwelchen chinesischen Bots gehostet werden oder so. Mein Gott, das triggert mich tatsächlich gerade und ich weiß gar nicht, warum reg ich mich darüber auf? Ich weiß es nicht, aber es ist so triggernd und die Leute, die online gespielt haben, die wissen, was ich meine. Oder bei irgendwelchen Community-Rennen mitgemacht haben oder so. Es ist so behindert, ne? Aber hey, was soll's. Egal, ja, das können wir auch mal machen, spontane Idee gerade. Ansonsten, ja, Let's Play technisch ist nicht mehr viel geplant, weil das Jahr neigt sich eh dem Ende. Es kommt halt nur noch die Rückblende, die Review, wie war 2020 für mich, wie war 2020 für den Kanal, dies, das, Ananas. Ja, mehr gibt's legit nicht mehr zu sagen. Ich würde sagen, ich beende auch gleich hier. Wir sind knapp wieder bei den 15 Minuten, wie es sich auch gehört. Ich komme auch wieder ins Stottern, weil ich einfach nicht mehr weiß, was ich labern soll. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns vielleicht nächste Woche oder übernächste Woche wieder. Wo ich dann auch schon eventuell, aber ich denke schon über das Review-Video ein bisschen laber, was ich so ansprechen möchte, was so geplant ist, was ich ansprechen will und ja, ne? Ja, kurz und knackig heute, auch ein bisschen durcheinander, wenn ich ehrlich bin, aber hey, muss mal wieder sein, gehört dazu, ist natürlich, ich mache das Ganze ja ohne Skript, ich fahre live und kommentiere live. Das kann ich immer nur wieder sagen. Es ist schon an sich crazy, wenn ich darüber nachdenke. Leute kriegen es nicht mal gescheit hin, Freestyle zu reden, selbst wenn sie drüber sprechen. Geschweige denn, ein Spiel zu spielen und normal zu kommentieren. Und ich muss News droppen, Freestyle aus meinem Head. Ich saug die mir
und spreche die an, weil ich mir vorher nicht wirklich Gedanken mache. Ich hatte immer diese Stichpunkt-Option gemacht, dass ich mir die Stichpunkte aufschreibe und dann habe ich sie neben meinem Bildschirm hier und kann dann die abgehen. Das war auch eine sehr coole Lösung, das müsste ich auch mal wieder machen, aber komplett Freestyle? Bruder, wo ist der Award, Alter? Gimme, gimme. Egal, wie dem auch sei. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben, das Support ist kein Mord. Heute ist auf jeden Fall eine Ausrasterfolge. Abonnieren nicht vergessen, um in Zukunft nichts mehr zu verpassen. Und wie bereits gesagt, Samstag droppt HoloX. Schaut einfach auf unserem Discord-Server vorbei. Findet ihr schon. Glaubt mir, ihr findet das schon. Also, macht's gut. Ich bin raus. Peace.